In diesem Video gebe ich dir einen kurzen Einblick in das Lipom. Das Lipom ist ein gutartiger Tumor, welcher sich auf der Grundlage reifer Fettzellen entwickelt. Es bildet sich im subkutanen Fettgewebe und hat eine Größe von ungefähr 1 cm, kann aber auch größer werden. Es lässt sich gut von seiner Umgebung abgrenzen und hat eine weiche bis prallelastische Konsistenz. Am häufigsten findet es sich an den Extremitäten bzw. am Kopf und am Rücken. Es kann chirurgisch entfernt werden, da es nicht zu einer spontanen Rückbildung neigt. Allerdings muss in einem solchen Fall mit einer Narbenbildung gerechnet werden.